So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Rappels-Folge. Ja, genau. So, wir wollen ja jetzt, wir waren ja jetzt in der letzten Folge im Untergrund in Moon. Oder eher gesagt Mondlicht, oder wie auch immer ihr das möchtet. Ja, hat sich ja gar nicht gelohnt, der Ding hier. Naja, jetzt wäre es ja eigentlich an der Zeit, Lost Mine, also verlorene Mine zu gehen. Ich wollte noch mal kurz was gucken. Blablabla, verlieren. Auf Level 1. Ach so, okay. Ich hatte nämlich letztens befürchtet, dass ich es nicht richtig gelesen habe. Und dass damit gemeint ist, auf Stufe 2 zu besiegen. Vielleicht kommen die ja noch. Das wäre natürlich echt heftig. Ja, Untergrund 2, 3 und 4, weil die sind mich echt böse. Und ich würde mal vorschlagen. Buffen kurz nochmal neu durch. Und dann öffnen wir mal unser tägliches Paket, was wir da bekommen. Und ja, dann lasst uns nach Lost Mine gehen. So, dann gucken wir mal rein. Daumen drücken. Kiste voller Kreaturen. Modifizierter Fragment der Geschicklichkeit. Okay. Naja, bis soll's nix, ne? Geschicklichkeit, naja, brauche ich jetzt nicht. Ist nicht mein Fall. Aber naja. So, dann lasst uns erstmal zur Stadt zurückporten. Und von der Stadt aus, gehen wir oder nehmen wir dann halt beim Teleporter die nächste Quest an, die uns dann zu Lost Mine halt führt, ne? Na dann. So, wo bist du? Du kleiner Teleporter. Hä? Verstehe ich nicht, die habe ich doch angenommen gehabt. Oder ist das eine tägliche? Das kann gar nicht sein, oder? Oder ist die, oder gibt es die in jeder Stadt? Muss ich die annehmen? Verstehe ich gerade irgendwie nicht. Ich nehme die mal an. Wo hatten wir die angenommen? In Laski, ne? Dann lass mal nach Katan porten. Mal nach Katan gucken, ob Katan. Ey, wenn die in jeder Stadt einmal annehmbar ist, ne? Dann mache ich das natürlich, ne? Dann gehen wir nochmal schnell nach Moon. Wusste ich nicht. Okay. Na dann. Nee. Hä? Ich hatte die doch letzte Mal angenommen. Oder ist das tatsächlich eine Tagesquest? Weil steht ja hier auch nicht täglich, oder? Na komm, die gehen wir mal schnell ab nochmal. Oh Gott. Jetzt machen wir hier mal schnell Flink-Equip an, dann geht das ein bisschen schneller. So. Da müsste ein Teleporter sein. Oh, bau doch mal den Teleporter auf, du Idiot, ey. Mann, Mann, Mann. Ihr merkt schon, ich habe eine richtige Hasskappe irgendwie gegen Rappels, ne? Das liegt aber eher daran, je öfter oder je länger ich andere Spiele spiele, die mehr Qualität zeigen, desto, ja, weiß ich nicht. Ja. Denkt, was er wollt davon. Okay. Täglich Jagd auf Medusa. Also, gibt es die anscheinend doch. Das heißt, ich muss die jeden Tag da annehmen beim Teleporter oder wie? Verstehe ich gerade nicht. Naja, egal. Dann würde ich sagen, lass uns, lass uns die Valmor Quest annehmen. Für den zweiten, genau. So, angenommen und ab nach, Valmor Mine. Verlorene Mine. So, zack. Und dann müssten wir jetzt hier wieder zwei Quests kriegen, ne? Genau. Tarantula und Schwarze Witwe. Und hier haben wir nächsten Titel Teuflischer Seelenstadt und Schwarze Witwe. Dann lass uns mal beeilen, denn ich weiß nicht, wie lange wir hier Zeit haben. Denn das Dungeon hier ist definitiv das kleinste und auch begehrenswerteste. Wie lange haben wir? Auch 25. Lol. Wieso haben wir hier 25 Minuten? Ich meine mal bei Moon und so, da sind die Wege doch viel, viel länger.
Ja, von mir aus. Voll geil. Okay, so, dann lass uns hier schon mal den Stab annehmen. Eine Bubble drauf knallen. Und dann sammeln wir mal die hier ein. In dem Raum. Nach Untergrund wird dann übrigens erstmal ein paar Taming Parts drankommen. In Folge. Denn die wurden in der letzten Zeit doch stark vernachlässigt. Und dann geht es wieder weiter auf den Kleinen. Und dann, wie gesagt, immer wieder so wieder im Wechsel. Nur ich habe jetzt in der letzten Zeit den Kleinen bevorzugt erstmal, weil das halt auch ganz gut vom Level her geklappt hat. Und auch halt die Taming Parts ein bisschen vernachlässigt, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt. Aber das ist ja kein Ding, das wird sich jetzt bald ändern wieder. Na los, geht doch endlich mal drauf, Mensch. So. Ja, dann würde ich sagen, umequippen. Und dann gegen die Hexen. Ja, die sind mal wieder ein bisschen schwieriger. Aber eigentlich auch machbar. Super, die beiden haben wir schon mal. Zack. Der nächste. Okay, welche nehmen wir? Nehmen wir die zuerst. So, haben wir. Natürlich immer auf Mana achten. Das wäre nicht verschlecht in dem Moment. So, dann holen wir uns mal kurz die Hexen da. Ohne Tarantula. Das ist nämlich mal wieder ein Boss. Na los. Oh, nur weil da wieder was im Weg ist, kann der da nicht hin. Leute, es ist echt schlimm gerade bei mir. Weiß ich nicht. Ihr merkt das wahrscheinlich. Je mehr Fehler Rappels hat, desto mehr geht mir das echt auf die Eier, könnte ich mal so großartig sagen. Denn ich spiele momentan Spiele, die der deutlich mehr Klasse haben als Rappels. Die Qualität deutlich besser ist. Und das Geilste kommt jetzt. Älter sind als Rappels. Die Spiele. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Und da. Ja, weiß ich nicht. Nein. Also, ich finde sowieso nur noch, wie ich in den letzten Folgen mal gesagt habe, dass Rappels eh nur noch geldgeil ist. Und das stimmt so. Also, da könnt ihr mir vertrauen. Das sieht man doch mal. Die legen keinen Wert mehr auf Qualität. Früher war das mal ganz anders. Und heute, naja, kommt da nicht bei wirklich viel herum, ne? Hier sind die Hexen sind echt böse, da schwarze Witwe. Es müsste nämlich hier im Endeffekt bei dem Spielen, ne, so dermaßen viel überdacht werden oder geändert werden. Zum Beispiel, wie ihr eben gesehen habt, weil da irgendein Scheiß Laterne hier im Weg ist, läuft der Charakter hin, statt von Weitem anzugreifen. Ich meine aber beim Krieger wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber bei dem Zauberer, da hört dann der Spaß auf, wisst ihr? So. Dann kommt mal her, ja. Ihr lieben roten Hexen. Oh, jetzt kommen alle. Oh, das wird jetzt ein bisschen schwieriger. Aber machbar. So, da laufe ich immer so ein bisschen zurück, wie ihr seht. Weil wenn die mich einmal haben als Zauberer, und da könnt ihr immer noch sagen, was ihr wollt, das mit den Casten finde ich zwar in Ordnung, dass das unterbrochen wird, aber wenn gar nicht dieser Zauberstrahl angezeigt wird, dieser Caststrahl, dann ist auch irgendwas Böses im Busch im Endeffekt, ne? Finde ich zumindest. So. Deswegen, ich habe auch in der letzten Zeit, bin ich ganz ehrlich, jetzt war ja XP, wenn ich könnte vom Level her viel, viel höher sein. Aber ich hatte in der letzten kommenden Woche erstens wenig Zeit, wie ich schon gesagt habe, glaube ich. Also da momentan auch ein bisschen privat vorgeht. Und hatte, wenn ich mal Zeit hatte, auch keine Lust auf Rappels. Und habe dann lieber Skyrim oder Far Cry 3 gezockt. Da die Spiele doch von der Qualität her viel, viel besser sind als Rappels. Muss man so ganz ehrlich sagen.
Und ich hatte ja auch schon mal gesagt euch, dass Rappels eigentlich echt schade ist. Aus dem Spiel könnte so viel rausgeholt werden. Das Spiel hat so viel Potenzial. Es macht unheimlich Spaß, aber je mehr Bugs auftauchen, desto weniger wird das Spielspaß zerstört. Besonders jetzt, wo die Serverzusammenlegung war. Es hat mich doch alleine schon frustriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Dieses 2-Stunden-Login-Event. Gut und schön, aber dann stellt wenigstens einen flüssigen und auch einen stabilen Server zur Verfügung, wo ich oder andere Spieler nicht nach einer halben Stunde oder einer Stunde rausfliegen. Das Geilste war ja, ich hatte 2 Stunden auf dieses Ticket gewartet und das war 10 Minuten vor 2 Stunden, muss man ja permanent online sein. Rausgeflogen. Aber liegt nicht an mir, denn unsere Internet, wie soll ich sagen, unsere Internet, man kann ja, es gibt ja so eine Seite, wo du gucken kannst, wie die Internetqualität ist, wie die Verbindung gerade ist und wie viel der Download, wie viel der Upload ist und ja, wie gesagt, da kann man halt viele Sachen gucken und an uns liegt es definitiv nicht, weil bei anderen Online-Spielen oder Ego-Shootern oder weiß was ich was, ist es nämlich nicht der Fall. Und das ist ein Beweis, dass es Rappels ist und vor allen Dingen ist es ja auch schon Beweis im Endeffekt, dass es auch andere haben. Manche haben es mehr, manche haben es weniger, das liegt wahrscheinlich dann auch an der Internetverbindung beziehungsweise wo die halt wohnen, ne? Wenn die zum Beispiel in der Nähe des Servers wohnen oder beziehungsweise näher dran wohnen, dann kann das schon mal passieren, dass sie halt eine bessere Verbindung haben im Endeffekt, ne? Das ist wie wenn da eine Wald seid oder und da habt ihr keinen Empfang. Ja, warum wohl nicht? Ne? Also mit dem Handy jetzt oder mit dem Internet oder wie auch immer. Ne, wie gesagt, also. Ah, da haben wir's. Dann gucken wir mal, was wir wenigstens gedroppt haben. Die Folge wird auch ein bisschen kürzer. Ja, das muss mal sein. Und wir sind aber schon vorangekommen, muss ich sagen. Wir haben jetzt wieder Lost Mine Untergrund 1. Die anderen Stufen werde ich auch noch vielleicht machen. Da muss ich mal gucken, wen ich da mitnehme. Weil alleine wird es ein bisschen schwer oder es würde dauern. Es geht, würde aber dauern. Naja, was haben wir denn so gedroppt bekommen? Scheiße, 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 scheiße. Toll. Hat sich also nicht gelohnt. Außer wenn wir jetzt die Quest abgeben. Wenn mal hier der Debuff weg wäre. Na los, halt dich mal. So, raus. Wir haben immer noch den Verlangsamungsbuff. Na super. Das ist das, was ich gesagt habe, Leute. Ein Bug. Ein Bug. Normalerweise ist er früher schon weg. Manchmal ist er. Geht er gar nicht weg. Wie gesagt, das ist ein Bug und sowas stört echt ungemein. Aber naja, was soll's. Wir kennen alle Rappels. Es bringt eigentlich nichts, sich darüber aufzuregen, muss ich sagen. Und trotzdem machen wir es. Ja, einen neuen Titel. Akt 1, Szene 2, Andante. Keine Ahnung, was Andante ist. Keinen Plan, aber wir gucken mal in eine Kiste, die wir bekommen haben. Hölzerner Schlüssel wird benötigt, um seltsame Holzkiste zu öffnen. Kombinieren wir mit seltsamen Holzkisten. Sind das die Händlerkisten hier? Warte mal, warte mal. Holzkisten haben wir doch dabei gerade, oder? Oder nicht? Ne, haben wir nicht dabei. Holzkisten sind, glaube ich, die ganz normalen damit gemeint, ne? Die seltsamen. Naja. Gut, dann haben wir nämlich hier Lost Mine auch fertig. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge an der Stelle. Wie gesagt, wird ein bisschen kürzer. Ich denke mal nämlich, dass CV in der nächsten Folge etwas länger dauert. Da das auch wieder ein bisschen größer ist, das Dungeon. Und da würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht es gut. Bis dahin. Tschüss.